Hey, yo, Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns Anku an. Das ist ein neues Roguelike mit ein bisschen Crafting-Elementen. Und ich habe da kurz was zu gesehen und dachte, das sah sehr interessant aus und wollte es mal genauer an mir anschauen und ausprobieren. Und ich habe gedacht, da könnte ich doch gleich ein Video zu machen, weil ich schon länger keinen Roguelike mehr gespielt habe. Wie man hier sieht, ist das Spiel noch im Early Access. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Content das Spiel hat. Das ist noch Version 0.2 aktuell. Wie man auch sieht, gibt es immer regelmäßig Updates zu dem Spiel. Nächstes Update ist zum Beispiel nächste Woche, wo wieder ein neuer Charakter zu dem Spiel hinzugefügt wird. Soweit ich weiß. Und ja, wie gesagt, viel weiß ich selber noch zu dem Spiel noch nicht. Ich weiß nur, dass es genau aktuell zwei Charaktere gibt. Der dritte müsste dann hier in der Woche rauskommen. Ja, also wie gesagt, es ist ein Roguelike mit Crafting-Elementen. Also man geht rum, sammelt Sachen, kann dann neue Ausrüstung und Items craften irgendwie. Und ja, man hat mit jedem Charakter, wie ich gesehen habe, auch Achievements, mit denen man neue Items freischalten kann. Und ja, da hört eigentlich auch mein Wissen schon auf zu dem Spiel. Deswegen würde ich es mal anschauen. Wir nehmen hier mal den Soldaten als Charakter, weil den anderen können wir offenbar auch noch nicht auswählen. Genau, und hier sieht man dann auch schon die Sachen, die man freischalten kann. Und auch wie man sie freischalten kann. Aber ich glaube, das ist erstmal noch egal. Ich würde sagen, wir wählen ihn aus. Ah, es gibt auch verschiedene Maps. Carecode und Brekilien, aber Brekilien ist auch noch gesperrt. Okay, ja. Dann wählen wir das hier mal aus. Und starten das Spiel. Genau, so sieht es aus. Und wir haben auch erstmal anfangen so ein kleines Tutorial, was oben links steht. Use a special skill with space. Okay, da haben wir ein Schild. Und wir sollen. Wer bist du? Hallo? Read the village ruins to the northeast. Where fällt. Okay, im Nordosten gibt es irgendwelche Ruinen von einem Dorf. Okay, wir sollen drei Pilze erstmal noch sammeln. Das mache ich. Genau, das ist so ein bisschen. Kann die schneller einsammeln, wenn man im richtigen Zeitpunkt E drückt. Genau, man kann ja auch Holz noch einsammeln. Wenn man hier in der Mitte dann noch den Taste drückt, hat man das schneller gesammelt. Wenn nicht, glaube ich, dann geht es bis zum Ende. Genau, wenn man es verfehlt. Ah, ne, man kann sogar verfehlen. Und man kann einfach warten, bis am Ende ist. Okay. Cool. Was haben wir hier? Salpeter. Nehmen wir mit. So, open the crafting wheel mit dem rechten Mausbutton. Genau, ich spiele aktuell noch mit Maus und Tastatur, weil ich gesehen habe, dass es auch Fernkampf gibt. Und da wollte ich mal rumprobieren, ob es besser ist mit Maus und Tastatur oder eben mit Controller. Aber schaue ich mir mal noch an. So, Healing Potion in Rituals and Alchemy. Aktuell fehlen uns auch noch zwei Herzen. Wo haben wir das? Hier Rituals, Alchemy. Und da kann man eine Healing Potion machen für drei Pilze. Und dann wird zwei Herzen heilen können. Mache ich. So. Potions are so unstable after use. Okay. Die Potions werden instant benutzt. Du hast einen Gegner. Mit Linksklick kann ich einfach angreifen. Okay. Okay, der hat eine ganz schöne Range, der Typ. Der hat mir direkt die zwei Herzen wieder gemacht. Er greift er dahin, wo ich hinzeige in der Maus? Ja, macht er. Okay, das ist gut. So, wir sollen einen Crossbow craften. Kann ich machen, ich habe 6 Holz. Ah, und da tut auch sein Schwert droppen. Also ich kann nur eine Waffe tragen. Ja, die haben. Gut, vielleicht geht das wirklich. Ich kann mal kurz den Controller anmachen, wenn das geht. Geht das? Okay, mit dem Controller kann man auch relativ gut zielen. Aber ich bleibe aktuell mal noch bei Maus und Tastatur. So, mein Controller ist wieder weg. Okay, Craft a Nature Whistle in Tools and Detection. Rechte Maus, rechte Taste. Tools. Nature Whistle. Brauchen wir ein Holz? Bleib ich beim Crossbow erstmal? Ich glaube, ich bleib erstmal beim Crossbow. Lucky, okay, man gibt also Crits.
wahrscheinlich. So, nehmen wir das Holz noch mehr mit. Nein, das wollte ich nicht. Alles klar. Ah, wenn ich rechtsklick drücke, sehe ich auch links, welche Items ich gerade habe. Und es gibt offenbar auch ein Maximallimit. Tools. Detection Nature Whistle. So. Da kann ich jetzt eine Ressource finden, um meine Waffe zu upgraden. Ja, was brauche ich denn für eine Ressource, um meine Waffe zu upgraden? Eisen? Und das führt mich nach hier oben. Wo auch schön Gegner sind. Okay, ja klar, paar noch länger zum Abbauen. Ich glaube, ich schalte erstmal die Gegner aus. Ja, die Waffe muss ich auf jeden Fall upgraden. So, geh weg. Für mein Eisen. Die droppen auch Gold. Vielleicht kann ich irgendwo auch Sachen kaufen. Ich finde gerade zwei Schüsse ausgehalten. Geh weg! Okay, was brauche ich denn zum Upgraden? Ich brauche Flint. Okay, brauche ich das Eisen ja gar nicht. Später vielleicht. Okay, die explodiert einfach. Auch cool. Wo ist Flint? Schauen wir mal. Holzkohle, Flint. Da unten rechts. Okay. Ah, das da rechts ist Flint. Ja, das ist Flint. Okay, kann ich jetzt upgraden? Ja, sehr gut. Alles klar. Ah, das ist ein geiles Upgrade. Die schießt ja gleich drei Pfeile. Ich mach's einfach nur stärker. Die macht's einfach nur stärker. Oh, das ist sehr nice. Eine Spirit Whistle soll ich nächstes craften. Ich würde erstmal gerne nur noch nach neuen Pilzen suchen. Ich würde nämlich gerne die zwei Herzen heilen, die ich verloren habe vorhin. Oh, Gras kann ich auch einsammeln. Fibers. Okay. Ich gehe ein bisschen auf Nahkampf, auf Fernkampf. Da brauche ich das Schild noch nicht sehr. Weg. Fit, das ist super. Okay. Ich nehme mal das Eisen trotzdem noch mit hier oben, solange es jetzt gerade hier ruhig ist. Das kann ich doch bestimmt auch für irgendwas benutzen. Und da oben sehe ich auch die Pilze. So, hier war noch ein Stück, ne? Ja. Ah, da rechts sind auch Pilze. Und da ist irgendwas. Anderes auch. Guten Tag. Wo war das jetzt? Rituals Alchemy Healing Potion. Okay, sehr nice. Und hier gibt's Armor. Increase your protection. You can only have one item of each type at one type, except for rings. Okay. Ah, Body Armor, Leg und... Okay, und hierfür brauche ich auch Eisen. Ein Stück sogar. Es gibt mir mehr Leben, Skill Recovery Speed, weniger Crafting Speed. Okay, wie viel Max Health gibt es wieder? Ein Herz? Ja, ein weiteres Herz. Das ist ganz nice. Die Hose macht das gleiche. Für die brauche ich Fiber. Mach ich auch gleich mal. Das sieht doch gut aus. Weapons. Ah, was ist das denn? Splintering Bolts. Each Boss will attack, use one Splintering Bolts. Okay. Kann ich 47 von craften mit einem Mal? Oder was bedeutet das? Hier ist eine Kiste. So, wie viel hältst du aus? Ein bisschen. Und du spawnst ein paar Gegner um mich rum. Okay, aber nicht zu schlimm. Nicht zu schlimm, wenn nicht noch mehr kommen. Geh weg. Oh, dann ist schon tot. Sehr gut. Das Geld nehme ich mal mit. Wofür ich das auch mal benutzen kann. So, was ist denn hier in der Truhe drin? Wo kann ich das lesen? To the Quarry. To the Graveyard. Aha. Was haben wir da drin? Oh. Ein Kobold. Ah, da kann ich Gold benutzen. Das ist cool.
Ich habe aber noch keine 100 Gold. Das kann ich noch mitnehmen. Hier oben läuft auch so ein kleiner Timer ab, der jetzt schon bei 2 ist. Was eventuell die Schwierigkeitsstufe ist. Was bist du? Aua! Hat er mich komplett weggelasert? Bastard! Okay. Die blauen Kugeln sind nicht so freundlich. Was haben wir hier? 10 Gold. Nice. Ja, wo will ich denn jetzt hinlaufen? Kann ich den noch weiter upgraden? Ja, auf 3. Brauche ich eine Seele und noch mehr Flint. Und mehr Holz. Ja, schaue ich mal. Was haben wir denn hier links erstmal, bevor ich jetzt hier weggehe? Pilze kann ich noch mitnehmen. Das ist bestimmt ganz praktisch. Und dann das Holz hier würde ich auch gerne noch mitnehmen. Aua. Scheiß. Fliegendes Auge. Holz, Holz, war hier Holz. Sehr schön. Nehme ich mit. Das kann auch nicht schaden. Links sehe ich noch eine Truhe. Das Gold würde ich gerne noch mitnehmen. Sehr schön. Sehe ich auch mein Gold, wenn ich jetzt Rechtsklick mache? Ja, da unten, 42. So, ich brauche noch Flint. Dafür würde ich nochmal so eine Nature Whistle machen. Die andere machen wir dann auch gleich nochmal, aber ich werde jetzt erstmal noch das, noch mehr Flint sammeln. Um links. Oh, hier. Den habe ich gesehen, der sollte so eine Seele haben. Ja. Seele. Sehr schön. Und da oben ist noch einer. Und noch ein paar andere, die spielen wollen. Geht weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommen noch solche Augen. Eieieiei, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig als abermal hier. Ich wollte da oben doch nur ein bisschen Flints einsammeln. Das Auge muss weg. Ja, perfekt. So, jetzt du. Und der Rest auch. Ich will die Seele nämlich einsammeln. Okay, der Crossbow ist aber echt nice. Kann ich alle schön auf Distanz halten. Und alles ist safe. So, die Seele. Den nehmen wir auch noch mit. Oben kommt noch einer mit einer Seele. Und den ignoriere ich jetzt erstmal. Hier habe ich gesehen, soll ich Fiber benutzen. Das nehme ich gleich mal nebenbei. Oh, Leute. Wir mal ein bisschen in Ruhe lassen. Kommen denn die jetzt alle her? Oh, jetzt ist auf 3 umgegangen. Ah! So, jetzt Auge weg. Schön. Nehme ich ihn doch jetzt doch mit. Huch, nee. Komm, gib deine Seele. Oh, jetzt kommt da oben links immer angeflogen. Ja, was kann ich hier machen? 5 Fiber. Für. Oh. Neue Hose. Die man auch maximal Leben oder noch zusätzlich Craft Efficiency gibt. Also die Musik, die ist ja richtig. Die ist richtig drin. Ein Swordsbird. Automatically fight along, side you in attack, house or craft, disappear when you run. Okay. Ein Schwertsbird, der mit mir kämpft. Und ein Blunderbussbird. Okay. Ein Charm of Change your Special Skin to a Forward Dash. Boah, da kann ich einen Dash lernen. Das ist auch geil. Oh, ich würde gerne so einen Spirit haben mit der Pistole. Das klingt sehr strong, um ehrlich zu sein. Aua. Aua. Er macht mir dem Radius Schaden. Ich habe jetzt einfach so einen Spirit, der mit mir rumschießt. Das ist nice. So, du gehst weg. Kann ich Potion machen? Nein, das war nicht hier. Hier. Alchemie, Potion. Brauche ein bisschen Leben. Wir haben noch Kohle.
Weiß nicht, wofür ich die bräuchte gerade, aber Kohle. Okay, ganz ruhig, Leute. Hier habe ich noch was gesehen. Summoning. Ah, da kann ich den Spirit upgraden. Oh Gott. Ja, mach ich. Hab ich alles. Ja. Okay, das Spirit ist cool. Aber ich würde gerne noch ein bisschen Flint. Wo war denn das Flint? Warte, wo wollte mich das hinführen? Ich mache einfach noch eine neue Wisse. Flint. Unten links. Okay. Hier oben? Ach, das hier ist Flint, hat den Baum. Na, geh weg, Auge. Mach mal kein Auge, Junge. Seele nehmen wir mit, den Flint nehmen, das waren jetzt die Pilze, nehmen wir halt erstmal die Pilze, alles gut, Flint, Flint und Flint, so, jetzt, Crossbow 3, so sind jetzt wieder mehr Pfeile oder ist aber jetzt stärker, und die Pfeile sehen größer aus, okay, Alter, der schießt wirklich nur, wenn ich auch angreife und nicht wegrenne. Das ist cool. So, jetzt gehst du mal weg und dann machen wir mal die Mission weiter, die mir oben links angezeigt wird. Oh, du kannst noch weg. Sehr schön. Die zwei Seelen nehmen wir noch. Und das Seelen habe ich, glaube ich, gerade aktuell echt genug. Das ist nice. So, Spirit Whistle, die war doch. Was ist das? Sonst? Leder, Cloth und Iron. Okay. Ich muss sogar noch weitere Sachen schaffen später. Fiber und Wood. Ich hab grad kein Fiber mehr. Fiber. Wo war denn noch ein bisschen Gras? Was bist du denn? Ich geh mal weg von dem. Alter, hat eine krasse Range. Ich such da nur ein bisschen Gras. Ich hab 59 Euro Geld, okay. Noch nicht genug für den Kobold, Goblin, was auch immer. So, und jetzt eine Spirit Whistle, die mich zu einem Altar führt. Ich habe jetzt aber gerade nichts gesehen, um ehrlich zu sein. Ah, ne, jetzt hier, nach rechts. Okay. Uiuiui. Ui, ui. Die ganzen Spinnen her. Weg mit euch. Oh nö. Okay, jetzt kann ich den nicht mehr ignorieren. Aber so viel hält er nicht aus. Und auch noch Nahkampfangriffe. Ist das hier ein Altar? Ist ein Altar. Uiuiui, ui, ui, Leute. Ich brauche noch eine Potion. Ei! Okay, warte mal. Kann ich das einfach so opfern? Ja, das geht schnell. Muss ich keine ohne Wartezeit. Boah, ich kann mir auch so eine Pistole nehmen. Und eine Handgranaten-Spirit? Die Hose ist auch cool. Wenn die schon Level 4 ist. Aber eine Handgranaten-Spirit. Die kann ich nein zu nur Handgranaten-Spirit sagen. Holy shit! Die Handgranaten-Spirit ist super. I love my Handgranaten-Spirit. Ist gerade ein bisschen viel los hier. Oh Gott, was hat der für ein lila Zeichen über sich? Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott, der Heli kam gerade noch so raus. Abbruch. Abbruch. Ich renne nur noch. Okay, ich kann keinen Heal mehr machen, ne? Nicht gut.
gar nicht gut. Ich kann ja nicht durch. Ach du Scheiße. Okay. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Defeat one of the bosses in the blue arena. Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit komme, um den Boss zu besiegen. Alter, die ganzen Spinnen! So, wenn ich gerade nicht so viel rede. Bin gerade ein bisschen angespannt. Ich versuche gerade ein bisschen am Leben zu bleiben. Oh, da ist der wieder. Da schießt er gleich zwei von den Bomben. Ist das ein Boss? Oder einfach jemand, der mir mein Leben zur Hölle machen möchte? Oh, jetzt ist es auf die 5 umgeschalten. Okay, ein Pilz hat mir gefehlt. Jetzt kann ich noch einen Heal machen. Okay, das ist ein Anfang. Ich weiß nicht, zählt... Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Zählt dieser Kreis um diese Viecher rum als Blue Arena oder meint ihr denn damit irgendeinen anderen Boss? Gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Komm schon, stopp! Okay, der ist gestorben, das hat die Mission nicht weiter vorangebracht. Was willst du? You don't like. Die like my friend. Was? Sorry, ich kann nicht lesen. Don't die like me, friend, hat er ge. Oh, hier ist eine Mission. Ein Boss. Okay, die krieg ich, die krieg ich. Okay, der eine hält viel mehr aus. Wenn das jetzt nicht ein Boss ist, dann weiß ich auch nicht. Komm her! So, jetzt du, mein Junge, komm her! Ah, nee, bleib weg! Okay, ich hab ein bisschen Range. Kann gut auf Range bleiben. Ja. So, komm schon. Hab ihn bald. Komm, stirb. Ach, komm schon. Treff doch. Danke. Ist da noch einer? Nee, okay. Threat suspended. Okay, das war auch die Mission offenbar. Read the runes to the northeast. Okay. Nordosten sollte irgendwelche Ruinen befreien. Oh, hier sind schön viele Pilze. Und irgendeine lila Seele? Eine cursed Seele, okay. Das ist cool. Oh, schön viel Pilze mitnehmen. Ich brauche noch ein bisschen Heal. Also normale Seelen habe ich mittlerweile echt genug. So, gerade ist es ein bisschen ruhiger. Ich muss schon mal vorher heilen. Bisschen ruhiger und plötzlich spawnen einfach ganz viele Sachen um mich rum. Komm schon, noch eine Heal Potion. So, was kann ich denn noch machen? Armor. Ich kann ja noch Boots craften. Das mache ich gleich mal. Habe ich noch ein Herz mehr? So. Ich kann das auch upgraden, die Rüstung. Okay. Weapons-mäßig habe ich noch nichts anderes. Da brauche ich wieder Flint und Holz für das nächste Upgrade. Und hier brauche ich Kohle und Salpeter, um die abzugraden. Okay. So, was mache ich denn? Was will ich denn machen?
Kohle habe ich neben mir, das kann ich schon mal einsammeln. Den mache ich auch mal weg, den hier unter mir. Und das ist noch einer mit so einer Kürzzähle. Ja, das ist gerade wieder ein bisschen zu viel los hier. Hier haben wir Salz, ne? Nicht Salz, Peter. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Aber jetzt kann ich die Seele upgraden, oder? Ich würde nämlich gerne die Handgranaten-Spirit upgraden. Ja, der Spirit hat mich jetzt getroffen, aber das ist egal. Kann noch eine Healing Potion machen. So, weg mit euch. Uiuiuiuiui. Geht's hier wieder ab. Ich mach die fertig. Ich mach die fertig. Die können doch nix. Da links ist noch einer, der hängt aber gerade fest. Uiuiui. Diese Augen sind nervig. Oh, die habe ich auch gleich. Sehr geil. Jetzt habe ich die weg, jetzt kommt einfach eine Spinnenarmee um mich rum. Jetzt habe ich ja keine Zeit, um diese Seelen einzusammeln. Uiuiui. Ui. Leute. Ganz Maul Klippo. Klippo. Hier ist Flint, oder? Okay, bisschen getankt. Ich glaube, Holz bräuchte ich noch. Dann kann ich meinen Crossbow nochmal upgraden. Holz sollte auch nicht so schwer zu finden sein. Da oben ist das. Kann ich das abbauen? Ja, kann ich. Meine Spirits verteidigen mich ein bisschen. So, upgraden, upgraden, upgraden auf Level 4, Crossbow 4. Aua. Ah, jetzt schieße ich 5 Pfeile. Das ist geil. So, das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind gut dabei. ich muss auf jeden Fall nochmal wieder ein paar Pilze holen. Das würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren, aber die kosten Zeit, Peter. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Warte, ich kann auch irgendwann die Rüstung upgraden, schon mal. Ein bisschen Eisen habe ich ja noch. Kann ich mir vielleicht noch ein Herz damit holen? Ja, nochmal ein ganzes Herz, das ist sehr nice. So, dann versuche ich mal wieder voll zu heilen da unten. Oh, das ist wieder so ein Kotzer. Okay, Pilze habe ich. Potion. So, sehr gut. Unten sollten da noch mehr Pilze sein. Ja, da hinten. Hui. Der hat aber auch echt eine Range, ne? Oh, da muss aber echt gut schaden, muss ich sagen.
Ja, das wird gerade ein bisschen zu voll. Noch Potion. So, bin fast voll live, das ist sehr nice. So, sollte irgendwie zum Richtung Nordosten oder so gehen und ein Dorf oder so befreien. Und noch ein Salpeter. Wenn ich noch ein bisschen Holz habe, dann kann ich mal diese Pfeile ausprobieren. Oh, hier ist schön Kohle. Ja, und schön Gegner. Holy shit, ich wollte doch noch ein bisschen Kohle haben. Ich habe 100 Gold. Wir können auch mal schauen, was ich bei dem Typen kaufen kann. Wenn ich den überhaupt wiederfinde. Oh Gott. Er ist nicht, wofür ich die Kürze so alles brauche. Stimmt, später zum Upgraden. Okay, Musik wird sehr intens. Ah, ich bin jetzt in 7. Kobold, wo bist du? Da war irgendwo weit unten links auf jeden Fall. Und jetzt bin ich am Ende der Map. Ja, wo war der? Ich hab keine Ahnung. Ist hier der Anfang? Hier ist der Anfang. Ich will wenigstens noch wissen, was der mir gibt für die 100 Gold. Okay, der Handgranatensplitter tut halt schon sehr schön clearen. So. Was gibst du mir? Okay, was ist das? Rabbit Foot. Gib mir mehr Luck. Corrigan's Cure. Get all your health back instantly and hoff the gold paid. Und current health. Okay. Als kriegst du sogar die Hälfte des Golds wieder, wird voll gehalten, bekommen. Nee. Ja, doch, ich werde voll gehalten, krieg die Hälfte meines Golds wieder. Und die ganze kann ich mehr tragen. Ich probiere mal Luck aus, vielleicht kritisch dann mehr. Okay, gut. Das ist nice. Heal Potion? Ja, kann ich schon mal machen. Ah, ich bekomme jetzt 2. Ich habe jetzt mehr Glück, um hier auch doppelte Sachen beim Farmen zu bekommen. Das ist cool. So, hier oben ist wieder so eine Arena. Dann nehme ich nochmal die Pilze da oben mit, damit ich nochmal eine Heal Potion machen kann. So, Arena, it is. Prevail or die. Ja, mal schauen, was von den beiden. Okay, die sind weg, das ist sehr gut. Die haben gerade sehr Probleme gemacht. Okay, und du bist hier der Boss von dem Gebiet, wie es aussieht, weil der hält sehr viel aus. So, aber die Angriffe von ihm kann man zum Glück sehr gut dodgen. Und wenn man sie nicht dodgen kann, kann man sehr gut dann noch rechtzeitig das Schild machen. Ja, den bekommen wir locker. Boah, aber sein Nahkampfangriff hat auch ganz schöne Range. Au, ich bin reingelaufen. So, Fred suspended, sehr schön. Noch schnell Healing Potion machen. Ich hab wieder so eine Seele gedroppt, aber hier ist gerade ein bisschen zu viel los, um die einzusammeln, ehrlich zu sein. Ich habe aber noch die gleiche Mission. Ich muss mal die Ruinen finden. Truhe? Ah, hier ist noch ein. So ein Kobold. Interessant, interessant. Hier ist noch ein Bossgebiet. Ich brauche erstmal ein bisschen Hilfe. Wie da! Wenn man ein bisschen Leben einsammelt, wird man einfach weggebombt. Okay. Aber es sieht doch ganz gut aus, Mensch. Hier sind das hier die Ruinen. Muss ich vielleicht den Boss hier machen? Ich gehe einfach rein. Scheiß drauf, ich mach den.
Das ist wieder das gleiche, oder? Oh ne, da ist noch ein riesiges Auge jetzt noch zusätzlich dabei. Ach du Scheiße. Ei. Ei, komm, aber ich schaff das. Das schaffe ich. Solange die wenn ich die Kotzer wegbekomme, dann. Oder zumindest die zwei nicht so tanky Kotzer. Dann wird es leichter. Da kommt, der eine ist fast tot. Der eine ist gestorben, sehr schön. Ich kann mal noch einen Heal machen. Oh, das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh. Ah! Okay. Hey. Ich muss immer auf den Typen da oben achten, wie er lasert. Ah, shit. Okay, der ist weg. Oh, das war knapp. Nein! Oh. Oh, ich hab nicht auf der Jacht. Mist. Oh, schade. Aber cool. Ich hab lange ausgehalten. Ich finde, erst Run, finde ich, habe ich sehr lange ausgehalten. Infantryman. Craft all pieces of protection. Habe ich gemacht. Offering activate at least one altar. Habe ich gemacht. Dame Blanche. Read the Crayford Arena in the Care Code. Okay. The Ambush kommt the Road Arena in the Care Code. Und das war bestimmt jetzt hier die Arena, die ich hätte machen müssen. Ruinen-Arena oder was auch immer. So, 20 Minutes in Care Code. Das ist cool. Ein paar Achievements gemacht. Boah, Musik war sehr laut im Ohr. Cool. Wir haben 6 Achievements. 5 davon gehören auch zu dem anderen. Zum Apotheker. Sehe ich die hier? Ja. Ringe. Ringe hatte ich gar nicht gehabt, kann das sein? Ist das hier? Nee, das ist ein Amulett. Okay. Wie kann ich denn eine Ringe machen? Dann habe ich hier noch was freigeschalten. Death is not the end, meet your employer once. War das der Geist? Mein Employer? Mein Auftraggeber? Dame Blanche, ich komme zu Crayford. Da habe ich einen Loom freigeschalten. Okay, dann kann ich damit noch andere Sachen craften. Irgendwie Stoff oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Und. Achso, eine Apotheke habe ich freigeschalten. Und einen Ring. Ach, ich habe Ringe freigeschalten. Ah. Deswegen habe ich keine Ringe gesehen oder so. Weil ich die damit erst freigeschalten habe. Interessant. Win. Okay, man kann auch wirklich die Map gewinnen. Mit dem Sword. Dann tut man eine Sense freischalten. Mit einem Crossbow. Dann tut man ein Backpack freischalten. Okay. Aber es gibt auch ein paar coole Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Beim Apotheker dann wahrscheinlich auch viele gleiche Achievements. Nur eben genau mit dem Apotheker halt gewinnen, sind andere Sachen. Okay. Aber das ist cool. Besonders wenn es auch noch eine zweite Map gibt und alles. Und wenn die Map auch wirklich ein Ende hat. Das ist ja nice. Das war cool. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Das war echt cool. Hat mir sehr gefallen. Vielleicht mache ich noch eine Folge, wo ich versuche, die Map zu gewinnen. Jetzt kenne ich mich ja ein bisschen mehr aus. Muss auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf gehen, meine Sachen zu upgraden. Ein paar mehr Items auf dem Weg so einzusammeln und dann meine Rüstungen so abzugraden. Und die Geister, die ich habe. Aber der Granatenspirit, der war ja richtig cool. Der Handgranatenspirit. Der hat ja diese Armeen von Spinnen richtig weggemacht. Das ist nice. Vielleicht probieren wir dann noch das nächste Mal das Schwert aus.
Also eine andere Waffe wie die Pistole, die ich ja da gesehen habe. Und eine vierte müsste es ja auch noch geben. Na, mal schauen. Alles klar. Cooles Spiel auf jeden Fall. Freue mich drauf, das noch weiter zu spielen. Ich denke, ich mache noch ein paar mehr Folgen dazu. Das hat mir echt sehr gefallen. Ja gut. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.